Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen Glitch zeigen, und zwar wie man in den Schmugglerraum kommt, ohne die Türen zu öffnen. Vorab muss aber gesagt werden, dass ich es nicht ganz zeige, wie man out of map kommt. Das könnt ihr in einem anderen Video sehen und das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber wie ihr seht, sieht man da schon den Schmugglerraum und das ist ziemlich einfach. Ihr müsst einfach die Schritte so beachten, wie ich es mache. Wenn ihr alles so macht wie ich, dann kommt ihr easy und locker da in diesen Raum rein. Ihr müsst einfach schauen, dass ihr da einen Kumpel dabei habt, dass er die Runden skippen kann, solange ihr da unten seid. Weil man will ja schauen, was genau passiert, wenn der Schmuggler da unten ist. Ich meine, wir haben den gerufen, alle Aufgaben gemacht, bis auf das Bezahlen, und der kam einfach nicht. Ich will euch jetzt zeigen, wie das genau geht, weil der spawnt genau dann, wenn ihr an der Türe klopft, spawnt er. Das heißt, ihr klopft 1, 2, 3 Mal und beim dritten Mal klopfen spawnt er. Wie ihr gesehen habt, spawnt er wirklich erst dann. Der kommt nicht angekrochen oder so. Der spawnt wirklich erst dann. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kurze Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye. I know that you like it like that. I'm with designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a